Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Psalm 25, Vers 20. Gott zum Gruße, lieber Neffe Heinrich und liebe Nichte Friedel Muselmann. Die von Ihnen angekündigten Pakete sind leider noch nicht angekommen. Von meinem Bruder aus Kanada erhielt ich dieser Tage 4 Pakete. Sie waren 4 Monate unterwegs. Die Weiterbeförderung Ihrer Briefe und Paketsendungen zu Hans und Liesel übernehme ich gerne. Aber es ist schwer. Man darf nur Kisten nach Sibirien verschicken. Und hier gibt es weder Bretter noch Nägel. Es ist ganz ausgeschlossen, dass Hans aus der Verbannung entlassen wird. Vielleicht aber können wir die liebe arme Liesel für einige Monate zu uns kommen lassen. Ich habe gestern deshalb eine Eingabe bei der Behörde gemacht. Möge Gott doch die Herzen der Behörden lenken. Für Frauen ist die Gefangenschaft sehr hart. Außerdem haben wir von Liesel gehört, dass sie im April wieder von einem Bübchen entbunden wurde. Sie nannten es Eitelfritz. Die Geburt war, wie immer bei Liesel, sehr schwer. Aber sie freute sich so sehr, wieder ein Kind zu haben. Jedoch nach 8 Tagen bekam Liesel das dort grassierende Fleckfieber. Zunächst wollte keine Hilfe anschlagen. Hans brachte das viele Geld für den Arzt nicht rasch genug auf. Seine Augen sind zwar jetzt besser, aber er kann noch keine anspruchsvolle Arbeit tun. Deshalb ist sein Verdienst klein. Wir schickten sofort Geld, aber es kam überhaupt nichts an. Der Ansteckung halber musste Liesel dann doch ins Krankenhaus gebracht werden. Dort verlangte man 20 Rubel pro Tag. Hans hatte nicht mal das Geld für den Fuhrmann ins Krankenhaus. Schließlich fand er einen, der Liesel um Brot dorthin brachte. Dafür war Hans dann tagelang ohne Nahrung. Das Kind fiel der Mutter vor Schwäche aus den Armen. Sie war zu Tode erschöpft. Nach 6 Wochen starb der Kleine. Es ist ein Elend. Bei allem Unglück ist auf den Behörden auch überall solch eine Schluderei. Nachschrift. Gestern erhielten wir die Nachricht, dass Liesel wieder außer Lebensgefahr ist. Wir danken Gott, dass er sie ihrem Mann erhalten hat. Wir werden die Hoffnung nicht verlieren, dass auch wir wieder besseren Zeiten entgegengehen. Nachschrift. Soeben brachte die Post eines ihrer 4 angekündigten Pakete. Wie glücklich werden die Kinder sein. Aber mein Briefpapier sieht traurig aus. Hier bekommt man nirgends welches. Wir suchen nach alten Kassenbüchern, um die weniger beschriebenen Seiten herauszureißen. Ich wünsche Ihnen den Frieden Gottes. Ihr Jakob Thyssen. Inzwischen begann sich in Deutschland, ohne dass der Großteil des Volkes eine Gefahr ahnte, eine Wandlung anzubahnen, die ebenfalls bis in Liesels Leben hineinwirken sollte. Die Partei der Nationalsozialisten unter ihrem Führer Adolf Hitler bekam bei der Wahl im Jahre 1930 bereits 107 Sitze im Deutschen Reichstag. In Russland kämpften die Menschen sowohl diesseits als auch jenseits des Ural in jenen Jahren immer noch ums Überleben. So schreibt Jakob Thyssen am 8. Juni 1932. Ich will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob. Jesaja 8, Vers 17. Gott grüße euch alle, liebe unbekannte Verwandte in der Ferne. Soeben bekomme ich einen Brief von Liesel, dass sie von unseren Kindern in Kanada so viel Geld bekommen habe, dass sie sich 2 Pfund Mehl kaufen kann. Ihr Glück ist groß. Liesel klagt dann noch über geschwollene Beine, eine Folge des Flecktyphus. Der behandelnde Arzt rät zu kräftiger Kost, etwa Kartoffeln und Sauerkraut, aber beides ist unerschwinglich. Kartoffeln haben sie schon lange keine mehr. Den Tod ihres Bübchens verwindet Liesel nur schwer. Die Armen müssen oft umziehen. Kaum haben sie sich etwas angeschafft, jagt man sie weiter. Ich habe außer Liesel noch 2 Töchter in ähnlichem Elend. Ihre Ehemänner sind ebenfalls arrestiert. Dem jüngsten Sohn wurden 30 Priol Getreide auferlegt, die er nicht hatte, weil er sich in den letzten Jahren überhaupt nicht mit Getreidebau beschäftigte. Wenn man, wie diese jungen Menschen, nur von der Hand in den Mund leben muss, kann man nicht auch noch Getreide für andere anbauen. Wie solche Dinge bei uns enden sollen, ist nicht abzusehen. Von meiner dritten Tochter habe ich nun schon seit 4 Monaten keine Nachricht.
Was das bedeuten soll, weiß ich nicht. Wenn ein Sterbe- oder Unglücksfall vorläge, würden Bekannte oder Verwandte oder mennonitische Gemeindeglieder uns benachrichtigen. Sie sehen, ich bin unruhig und voller Sorge. Sie fragen wegen Kleidern. Bei uns sind keine zu kaufen. Es wird uns hart, um etwas zu fragen, das man als Unterwäsche benützen könnte. Aber bei unseren Umständen müssen wir manches tun, wogegen sich unser Charakter und unsere Herkunft sträubt. Wir wissen auch, dass alles so umständlich zu schicken ist und so viel Zollgebühr kostet. Deshalb wage ich kaum, darum zu bitten. Schon kurze Zeit später folgt ein weiterer aufschlussreicher Brief des alten Vaters. 26. Juli 1932. Herr, ich habe dir meine Sache übergeben. Jeremia 11, Vers 20. Meine liebe Nichte Friedel, mit Vergnügen gehe ich an die Beantwortung Ihrer Post, zumal wirklich alle Pakete und Briefe angekommen sind und bereits in die Hände der Kinder gelangten. Es hat Ihnen so sehr gut getan. Liesel bat mich, den Empfang zu bestätigen. Sie hat augenblicklich das Geld nicht für das Porto eines ausländischen Briefes, und wenn er dann doch nicht ankäme, wäre es zu bitter. Liesel lässt Ihnen mitteilen, dass Sie zurzeit beide wohl auf sind. Sie schreibt, wenn Gott ihr genügend Kraft und Gesundheit schenke, wolle sie ab 1. August im Schacht des Kohlebergwerkes arbeiten, weil man dort ein bisschen mehr verdiene. Mir ist es unverständlich, wie sie dort als Frau arbeiten will. Man weiß doch, dass Schachtarbeit eine harte, schmutzige Arbeit für starke Männer ist. Möge Liesel doch keinen Schaden dabei erleiden. Ich sorge mich um sie. Bei uns erwartet man dieses Jahr erstmals wieder eine gute Ernte. Es reift auch vollends recht ordentlich heran. Alles. Gottes Segen und Frieden mit Ihnen allen. Ihr Jakob Thyssen. Ein halbes Jahr später, im Jahr 1933, ereignete sich in Deutschland die nationalsozialistische Machtergreifung. Der Graben zwischen den beiden Völkern Deutschland und Russland vertiefte sich. Es ist fast ein Wunder, dass zum Jahresende noch einmal ein schriftliches Lebenszeichen von Liesel zum Bruder Heinrich fand. Es gelangte über Jakob Thyssen nach Deutschland und war ihre letzte schriftliche Nachricht. An circa 16. Dezember 1933. Jahre sind vergangen, seit ich von euch hörte. Alles ist stumm. Es möchte wohl sein, dass ihr ohne meine Adresse seid, weil wir so viel umziehen mussten. Ich lege sie euch bei. Der Magen meines Mannes hat durch die schwierige Ernährung und den Hunger der letzten Jahre schweren Schaden gelitten. Ich mache ihm das Essen so vorsichtig, wie ich kann. Aber ohne Soda wird das Brot nicht locker genug. Hier gibt es nichts, auch keine Hefe. Sauerteig will nicht gelingen. Fast die ganze Nacht geht Vanya auf und ab und stöhnt vor Schmerzen. Dabei hat er schwere Arbeit im Schacht. Im Oktober ging ich für Lohn Kartoffeln ausgraben. Es war fast wie zu Hause und ich fühlte mich so gesund und frisch. Ach, wie will der Mensch da gleich wieder leben, streben und vorwärts kommen und an eine gute Zukunft glauben, kaum, dass er die Nase aus dem Bett strecken kann. Ich war wieder so voll neuer Zuversicht. Wir freuten uns auf die Aussicht, Kartoffeln zu bekommen, wie es uns fest versprochen war. Aber genau wie in den letzten Jahren auch, hat man uns wieder betrogen. Wir sind keine freien Menschen. Trotz fleißigster Arbeit von früh bis spät können wir uns kaum ernähren. Und wo will man sein Recht einklagen? Wir sind Entrechtete, Gefangene. Der Winter ist sehr streng heuer. Wir hatten bereits 53 Grad Frost und ein scharfer Wind dabei. Aber wir bekommen Kohlen vom Schacht, sodass wir nicht zu frieren brauchen, wenn wir zu Hause sind. Das ist schon viel. Inzwischen sind eure Pakete angekommen. Sie haben uns wieder einmal das Leben gerettet. Wir haben uns damit satt essen können. Das konnten wir in den letzten 15 Jahren nur selten sagen. Man hat sich geradezu an das Hungern gewöhnt. Mehr und mehr senkte sich Schweigen über das große Land im Osten. Die Freude war groß, als nach 2 Jahren noch einmal ein Lebenszeichen von Jakob Thyssen in Deutschland ankam, das verhältnismäßig gute Nachrichten vermittelte. Davlekanovo, 6. Februar 1935. Es geht Ihnen besser. Hans wurde in einen anderen Schacht versetzt, der höher bezahlt ist. Sein Gehalt reicht aus.
Dennoch bezweifle ich, ob die beiden sich jeden Tag satt essen können. Für mich selbst ist viel Lob und Dank in den vergangenen Jahren. Seit einem Jahr geht es mir gesundheitlich so gut wie schon lange nicht mehr. Und das mit über 80 Jahren. Ich danke täglich für diese Gnade. Ich kann Arbeiten verrichten, an die ich in den vorigen Jahren überhaupt nicht denken durfte. Ich wünsche euch allen das beste Wohlergehen. Empfanget herzliche Grüße. Falls der Brief ankommen sollte, schreibt umgehend. Gott erhalte uns alle in seiner Gnade. Jakob Thyssen. Im Jahr 1934 war in Sibirien die Brotrationierung aufgehoben worden. Bald trat Stalins zweiter Fünfjahresplan in Kraft. Dem Völkerbund war die Sowjetunion auch beigetreten. Man konnte von außen nicht ahnen, welche furchtbaren Vorgänge sich hinter Stalins Säuberungsaktionen verbargen. Vater Thiessen hätte vielleicht in jenen Jahren gesagt: »Mütterchen Russland, nun wirst du zur großen Märtyrerin der Geschichte, indes alle um dich herum laut schreiend rufen: Nun, Genossen, ist das Leben besser, ist das Leben heller!« Nachdem über Jahre hinweg keine Nachricht mehr von der Schwester und vom Großvater gekommen war, mussten die Geschwister in Deutschland damit rechnen, dass die ganze Familie jenen merkwürdigen Säuberungsaktionen Stalins zum Opfer gefallen war. Gewissenhaft verwahrte der Bruder Heinrich alle vorhandenen Briefe, nahm schließlich einen großen Umschlag und schrieb darauf: »Elisabeth Thiessen, geborene Muselmann, 1897 bis 1935. Geschichte eines Waisenkindes.« Als er den Umschlag nach weiterem jahrelangem Zögern schließlich auf dem Speicher seines Wohnhauses ablegte, erschienen ihm diese Worte wie eine Grabinschrift: Es geht Ihnen jetzt besser. An dieses Wort von Jakob Thiessen wird man sich zunächst halten dürfen, wenn man nun in Gedanken die beiden jungen Leute in ihrer sibirischen Verbannung weiterhin aufsucht.
Als Hans und Liesel begreifen lernten, dass kein Weg mehr in die alte Heimat zurückführe, begannen sie, sich in die Verhältnisse zu schicken. Was man nicht ändern kann, muss man annehmen, sagten sie zueinander. Liesel hatte sich erstaunlich gut erholt. Beide fanden Arbeit und damit bescheidenen Verdienst. Gegen den langen, eisigen Winter lernten sie sich schützen, auch wenn sie zuweilen abends auf das Dach ihrer Lemjanka, also Lehmhütte, steigen mussten, um den Schornstein für die bissig kalte Nacht abzudecken. Immerhin konnten sie vom Bergwerk, in welchem sie arbeiteten, Kohlen bekommen. Beide bewahrten eine innige und achtungsvolle Liebe füreinander, die ihren Alltag trotz der Arbeitsfrohen mit Lebendigkeit und sogar mit Poesie erfüllte. Manja war zwar immer wieder einmal verzweifelt über die Aussichtslosigkeit seiner Lage, aber Liesel wusste ihn stets aufzurichten und ihn mit irgendeiner Kleinigkeit zu erfreuen. Allmählich entwickelte sich Sibirien. Eine Straße wurde gebaut, die Städte vergrößerten sich zaghaft. Stalins Aufbauwille zeigte sich in diesem an Bodenschätzen reichen Landstrich besonders deutlich. Den Sommer 1937 behielt Liesel in guter Erinnerung. Endlich hatte Vanya ein Nahziel erreicht, er konnte ein hübsches Holzhaus bauen. Man durfte der Lehmhütte Lebewohl sagen. Noch ehe Fenster, Türen und Fußböden fertig waren, zog das Paar ins Häuschen ein. Diese Datscha war zwar an deutschen Verhältnissen gemessen einfach, sie hatte nur 3 Räume, aber sie versprach heimelig zu werden und duftete wunderbar nach Harz und Holz. Liesels 40. Geburtstag an einem langen, heißen und mückenreichen Hochsommertag war von besonderer Freude durchleuchtet. Trotz vorgeschrittener Jahre erwartete sie wieder ein Kind. Und die beiden Eheleute empfanden dies Geschenk als einen hoffnungsvollen Neuanfang nach unendlich vielen Leidensprüfungen. Es kam der Herbst. Die Tage wurden kürzer. Und wie dunkel können die Nächte in Sibirien sein, wenn keine Sterne wachen? Immer wieder fehlte morgens jemand bei der Arbeit. Man munkelte mit vorgehaltener Hand erschreckende Dinge über sein nächtliches Verschwinden. Vanya richtete sich heimlich einen Brotsack und warme Kleidung, vielleicht musste man fliehen. In einer Novembernacht, Liesel war im 6. Monat ihrer Schwangerschaft, fielen Milizionäre in das noch nicht mit Riegeln versehene, unfertige Haus ein und riefen: »Vanya Thiessen heraus!« Vanya holte Proviant und Kleidung aus seinem Versteck. Die Polizisten nahmen ihn in ihre Mitte. »Ihr braucht mich nicht zu fesseln«, sagte er stolz. Dann wandte er sich noch einmal zu seiner Frau um. »Erziehe unser Kind gut.« Das war alles, was er ihr zum Abschied sagen konnte. Seine Augen umfassten sie mit einem unendlich liebevollen, zugleich aber auch tiefernsten Blick. Dann verschwand er mit seinen Begleitern in der sibirischen Nacht. Liesel brauchte lange, bis sie diesen Blick verstehen lernte. Abend für Abend, wenn sie von der Arbeit zurückkam, suchte sie schon von Weitem nach einem Lichtschimmer in ihrem Haus. Dies würde ein Zeichen dafür sein, dass Vanya heimgekommen war. Aber es blieb jeden Tag dunkel. Weihnachten nahte und ging vorüber. Es kam die Stunde der Niederkunft, aber alles blieb totenstill. Am 18. Februar 1938 kam ein kleiner Junge zur Welt. In ihrer ersten, sie überwältigenden Dankbarkeit vergaß Liesel vorübergehend ihren Kummer um Vanya. Langsam, sehr langsam dämmerte ihr die Erkenntnis, die sie zunächst verdrängt hatte, dass Vanya nie wiederkehren werde. Mit aller Macht wehrte sich Liesel gegen ein Abgleiten ins Primitive. Sie stellte das Haus fertig, nähte für den Kleinen und bebaute den Garten, soweit dies möglich war. Bereits 3 Monate nach der Geburt wurde sie wieder zur Arbeit kommandiert, wenn auch nicht mehr in den Schacht. Es musste sein, sie sah es ein. Der Ernährer fehlte nun und sie hatte kein Auskommen ohne Arbeit. Sie arbeitete gern und in Sibirien gab es Arbeitsplätze. Zunächst erhielt sie eine Stelle, bei der sie ihr Kind mitnehmen konnte. Sobald der Kleine entwöhnt war, kam er in eine Tageskrippe.
Das war üblich so, denn man brauchte dank Väterchen Stalins Planerfüllung jede Hand. Täglich wurde man darüber belehrt. Ich will dich, Elisabeth Thiessen, nicht verwaist lassen. Wie oft dachte die Vereinsamte im darauffolgenden Winter an dieses Wort. Sie klammerte sich an den Gedanken, dass nun ihr kleiner Sohn der Trost ihrer Tage sein dürfe, und sie wollte nicht undankbar dafür sein. Der kleine John Heinrich war ein stillvergnügtes, gut aufzuziehendes Kind. Er übte sich bereits im Stehen, als er an einem grausam kalten Wintertag heftig erkrankte. Die rote Ruhr ging wieder einmal um unter den Kindern in der Tageskrippe. Liesel meinte, sein Schwächerwerden nicht überstehen zu können. Nächtelang lief sie mit dem wimmernden Geschöpf in der Stube auf und ab. Es schien ihr, als sei sie nie in ihrem Leben so verzweifelt gewesen. Nein, so etwas durfte Gott nicht zulassen. Aber sie spürte es genau. Auch dieses, ihr fünftes Kind, hatte sie herzugeben. Am 12. Februar 1939, kurz vor seinem ersten Geburtstag, schloss es für immer die Augen. Mama, wir werden alle gehen, und du bleibst allein zurück. So hatte einmal ihr kleiner, frühreifer Jascha zu ihr gesagt. Wohl 100 Mal am Tag erinnerte sie sich jetzt jenes Wortes. Jascha hatte seinen Tod gesendet, und sie hatte diese merkwürdige Vorahnung auch bei den anderen Kindern gespürt, wenngleich es ihr erst nachträglich bewusst wurde. Sie hatte es nicht wahrhaben wollen, denn vor dem Alleinsein in diesem fremden Riesenland hatte sie die allertiefste Angst gehabt. Sie war vom Wachen und Weinen so erschöpft, dass sie kaum bemerkte, wie verständnisvoll ihr die Nachbarn beistanden, wie aufmerksam sie das Grab für den kleinen Jungen richteten und über seinen Sarg mitten im atheistisch gewordenen Sibirien zuversichtliche Segens- und Hoffnungsworte sprachen. Nun gab es niemanden mehr, der zu ihr gehörte. Oder doch? Fern am Ural lebte der hochbetagte Schwiegervater noch. Sie spürte seine liebreichen Gedanken. Sie schrieb sehr knapp. Vielleicht war sie keiner Empfindung mehr fähig. Vielleicht fürchtete sie, Anklage, Zorn und Verzweiflung würden die Oberhand gewinnen. Und das würde dem Schwiegervater wehe tun. »Wir dürfen uns nicht durch Bitterkeit selbst zugrunde richten«, schrieb der alte Vater in mühsam gewordener Schrift zurück. Jakob Thiessen mahnte die Verlassene auch, dass sie bewusst Gemeinschaft suchen solle. Dabei half ihr die kleine mennonitisch-baptistische Gemeinde, die sich gebildet hatte und heimlich in den Häusern zusammenkam. Auch zu den Genossen am Arbeitsplatz suchte Liesel mutig Kontakt. Sogar Briefe nach Deutschland schrieb sie wieder. Es kam nie ein Echo. Keiner der Briefe gelangte an Ort und Stelle. Mit der Zeit lernte sie begreifen, dass Heimat ein geistiger Begriff ist, der einem nicht zufällt, sondern den man sich ein Stück weit selbst schaffen muss. Allzu viel Zeit und Kraft blieb der einsamen Frau in Sibirien nicht über den Tag hinaus zu denken. Das war wohl gut so. Es half mit, das Dasein zu bestehen. Aber dann kam jener 5. März 1940, der ihr Leben auf Jahre hinaus tiefgreifend verändern sollte. Wie jeden Morgen war Liesel auch an diesem Vorfrühlingstag zur Arbeit in die Ziegelei gegangen. Es war noch recht kalt, aber das Mittagslicht warf bereits kürzere blaue Schatten auf den glitzernden Schnee. Der Feierabend nahte, die Dämmerung brach ein. Der letzte Wagen mit Ziegeln war fast voll und damit das Soll des Tagesplanes erfüllt. Es fehlten nur noch einige Ziegel, aber ausgerechnet diese wollten sich nirgends mehr finden lassen. Der Vorrat an gebrannten Ziegeln war auf dem ganzen Werksgelände zu Ende gegangen. Einige Schritte weiter in einem Graben befanden sich schon seit längerer Zeit mehrere Ziegel, aber man konnte sie nicht holen, denn zu beiden Seiten des Grabens erhoben sich lose getürmte Backsteine, die nicht sonderlich gut gesetzt waren und nur während der starken Frostzeit zusammengehalten hatten. Einige der Ziegel lagen zwischen den Backsteinen, jede geringste Bewegung würde die Mauern zum Einstürzen bringen. Der Aufseher wollte fertig werden und nach Hause gehen.
»Los, die Ziegel dort holen«, schrie er und deutete nach dem Graben. Aber keine der Frauen rührte sich, jede wusste, dass es lebensgefährlich war. Wütend schrie der Brigadier, »Thiessen, du gehst, du hast keine Familie. Wenn du nicht gehst, bleibst du 3 Monate ohne Lohn und Brot.« Ja, sie waren inzwischen lauter kleine Stalinne geworden, die Kommandeure der Arbeitskolonnen. Vorsichtig begab sich die gehetzte Frau auf den Weg. Behutsam setzte sie Schritt vor Schritt, nur nicht in Versuchung kommen, sich an der Mauer halten zu wollen. Atemlos schauten die anderen Frauen ihr nach, wie sie sich tiefer in den Graben hineintastete, sich bückte, vorsichtig einige Ziegel zu lösen und sie aufzunehmen versuchte. »Los, Marsch, wir wollen fertig werden«, drängte der Brigadier. Liesel wandte sich um, und dann geschah es. Die linke Mauer stürzte ein. Durch die Erschütterung folgte die rechte nach. Die Backsteine begruben Elisabeth Thiessen lebend unter sich. »Das ist nun das Ende, und es ist gar nicht so schlimm«, dachte sie noch, ehe sie das Bewusstsein verlor. Als sie wieder zu sich kam, waren mindestens 10 Männer damit beschäftigt, sie vollends auszugraben und auf eine Tragbahre zu legen. »Mein rechter Fuß fehlt. Bitte nehmt doch meinen Fuß mit«, stöhnte sie verzweifelt. Einer der Männer versuchte, sie zu beruhigen. »Der Fuß ist dabei, er hängt noch am Fleisch.« Danach schwanden ihr endgültig die Sinne. Wie lange sie bewusstlos gelegen sein mag, wusste sie nachher nicht zu sagen. Sie erlebte sich wieder erwachend, auf einem Brett liegend, mit 1000 Bandagen gebunden. Sie erfasste, dass sie sich im Krankenhaus befand. Der erste klare Gedanke, den sie fassen konnte, galt dem alten Schwiegervater. Er, der immer alle Sorgen mit ihr geteilt hatte, musste von ihrem Unglück erfahren. Aber wer sollte ihm schreiben? Schließlich fand sich eine zufällig im Krankenhaus befindliche Deutsche bereit, einige Zeilen an Jakob Thiessen zu schicken. Mit Mühe brachte die Kranke die richtige Adresse zusammen. Sie sei verschüttet worden, diktierte sie. Vor Schmerzen werde sie ständig ohnmächtig und nun könne sie nicht mehr beten. Nie mehr. »Liebes Kind, ich bete Tag und Nacht für dich«, schrieb Jakob Thiessen zurück, »du aber seufze. Es genügt, wenn du seufzest.« Es dauerte über ein Jahr, bis die Kranke wieder stehen und mit Hilfe von Krücken sich einigermaßen fortbewegen konnte. »Das ist eine ganz zähe«, sagten die Ärzte anerkennend. Im Krankenhaus erfuhr sie eher etwas vom Weltgeschehen draußen, wenn auch wenig genug. An einem sehr warmen Hochsommertag, als sie bereits mit Krücken an der frischen Luft spazieren gehen konnte, erzählte ihr einer der Patienten, dass Hitler Stalin überrumpelt und Russland angegriffen habe. »Das bedeutet die Ausweitung des Krieges auf die Sowjetunion«, fügte er hinzu. »Er wird sich die Finger verbrennen.« Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus war Liesel von den Ärzten als arbeitsunfähig eingestuft worden, aber das System war gnadenlos. Sie war verbannt, sie wurde wiederum einer Arbeitskolonne zugeteilt. Dank ausführlicher ärztlicher Atteste bekam sie eine leichtere Arbeit in einer staatlichen Nähstube. Ihre Rente, das wusste sie, würde ihr erst in 15 Jahren ausbezahlt werden. In Sibirien bestand das Leben der Verbannten ausschließlich aus Arbeit, oft mit vergeudeten Anstrengungen, mit sinnlosem Leerlauf und Zwangsmaßnahmen. In ihrer Nähstube erfuhr man, dass die Alliierten den Russen mit Waffenlieferungen Hilfe leisteten. Im Lauf der Jahre kamen genug deutsche Kriegsgefangene in ihre Gegend, aber man durfte bei Todesstrafe kein Wort mit ihnen sprechen. Von Hitlers zunächst atemberaubendem Vormarsch erfuhr man nichts. Jedoch drang der Name Stalingrad später hin und wieder an das Ohr hellhöriger, bloß wusste man nie, ob die geschilderten Grausamkeiten auch der Wahrheit entsprachen. Deutschlands tragisches Geschick rückte Elisabeth sowieso ferner und ferner. Zwar steckte das Heimweh immer noch tief in ihr, aber sie hätte nun nicht mehr zu sagen gewusst, ob ihre Sehnsucht einen realen Ort habe. Da war immer wieder so viel Weh auszuhalten,
nach Vanya, mit dessen Rückkehr sie nun nicht mehr rechnen durfte. Man braucht ja lange, bis man einen Vermissten in seinem Herzen für tot erklärt. Nach der Zärtlichkeit und fröhlichen Frische ihrer Kinder, nach den warmherzigen Schwägerinnen und dem tapferen Schwiegervater. Und eines Tages, nach langen Jahren, war dann doch wieder Friede, oder wenigstens das, was man dafür hielt. Mächtiger Jubel über Väterchen Stalins Sieg erhob sich über der ganzen Sowjetunion. Churchill und Roosevelt hatten sich mit ihm verbündet. Stalins Macht reichte jetzt bis ein paar Dutzend Kilometer vor Liesels Geburtsort, den Deutschhof bei Schweinfurt. Sein Bild hing hoch über den Häusern der russischen Städte. Russland hatte viel gelitten, aber die Opfer hatten sich gelohnt. Und die Opfer der Deutschen im weiten russischen Land? In ganz Europa? In Ostpreußen, Pommern oder Schlesien? Wer verloren hat, der hat zu schweigen. Liesel lebte in Sibirien nun auch als Mensch in einer Art Kollektiv. Da sie völlig allein dastand, brauchte sie diese Daseinsform und sie fand sich darin zurecht. Stille, sensationslose Arbeitsjahre reihten sich aneinander. Weder die Bombe von Hiroshima noch Stalins Machtansprüche an die gesamte Stadt Berlin berührten sie. Freilich, manchmal im Winter, wenn der Buran ums Häuschen tobte, überfiel sie die Erinnerung an vergangene Zeiten mit Macht. An das Klavierspiel zu Hause und später bei den Schwiegereltern, Musik und Bücher, Lieder und Bilder. Dies alles war nun weit weg. Ihr Streben nach Weiterbildung war eingeschlafen. Jetzt lasse ich nichts mehr in mein Herz herein, sagte sie zu sich. Aber so einfach ist das nicht damit. Die Sehnsucht nach einer lebendigeren Wirklichkeit wacht immer wieder in einem auf. Eines Morgens im März 1953 klopfte noch vor Tagesanbruch die Nachbarin Anna Ewert an Liesels Haus. »Ich sag dir was«, flüsterte sie mit vorgehaltener Hand, »lass mich ein.« Leise schlüpfte sie durch die Tür. »Väterchen Stalin ist gestorben.« »Was du nicht sagst, eines natürlichen Todes?« Anna wurde noch verhaltener. Man war inzwischen gewöhnt, dass überall wachsame Augen und Ohren lebten, die alles nach ihrem Gutdünken verdrehten. »Wie soll ich das wissen?«, fuhr sie fort. Es heißt, er habe zuvor alle seine Leibärzte umbringen lassen. Ob einer den Mut hatte, es umgekehrt zu machen? Man wird es nie erfahren, wie gewohnt. Hauptsache, er ist tot. »Und du weißt es bestimmt?« »Gott sei es gedankt. Schlimmer kann's nicht werden, also wird's besser. Vielleicht erhalte ich jetzt auch wieder einmal Nachricht von Deutschland. Wer wird denn Stalins Nachfolger?« »Weiß ich nicht, du alte Optimistin. Vielleicht kriegen sich seine Erben in die Haare und es kommt nochmals eine Zeit der Anarchie.« »Oh, nur das nicht, Anna, nur das nicht. Der Bürgerkrieg war noch schlimmer als die Zeit unter Stalin. Es waren unsere schrecklichsten Jahre.« In Liesel wuchs nun von Tag zu Tag die Hoffnung, doch endlich von den Ihrigen in Deutschland etwas zu erfahren. Je älter sie wurde, desto lebensvoller stand ihr die Kinderzeit wieder vor Augen. Wie hatten die Geschwister wohl den schrecklichen Krieg überstanden? Tag um Tag, Monat um Monat, Jahr um Jahr verging, ohne dass Nachricht aus Deutschland kam. Da Liesel bereits seit 1931 in Anscherka lebte, kam sie nicht auf den Gedanken, dass man in Deutschland ihre Adresse nicht kenne, und ihre ahnungslosen Geschwister stellten keine Nachforschungen an. Sie selbst hatte wohl durch die lange Bewusstlosigkeit nach ihrem schweren Unfall verursacht, alle deutschen Anschriften schlichtweg vergessen. Ihr müder Kopf suchte und suchte, vom Morgen bis zum Abend. Endlich fiel ihr ein Teil der Adresse ihrer Tante Frieda ein. Es war nicht denkbar, dass sie von dieser treuen, stillen Frau vergessen worden war. Der unvollständig adressierte Brief an Tante Frieda brauchte seine Zeit, bis er an Ort und Stelle war.
Liesel hatte ja nie erfahren, dass die Tante schon über 12 Jahre tot war, dass Onkel Benjamin wieder geheiratet hatte, nun aber lebensgefährlich erkrankt in einem Mannheimer Hospital lag, das seine älteste Tochter als Oberin leitete. Professor Dr. T. Oll, Dr. H.C. Benjamin Unruh, war inzwischen jedoch bekannt genug. Die Post fand ihn ohne allzu große Mühe. Als er Liesels Lebenszeichen erhielt, war er bereits vom Tode gezeichnet und konnte seinem Erstaunen nur schwachen Ausdruck geben. Seine Frau erledigte nach seinem Tod gewissenhaft die umfangreiche Trauerkorrespondenz. Was aber sollte sie mit dem etwas verworrenen Schreiben in zittriger Altersschrift, das so weit von Sibirien gekommen war, anfangen? Der Onkel hatte viele Beziehungen zu Russlanddeutschen gehabt. Der größte Teil seiner Lebensarbeit hatte darin bestanden, ihnen zu helfen. Viele zeigten sich aufrichtig dankbar für erwiesene Hilfe. Gehörte Frau Thiessen auch dazu? Offenbar war sie eine Verwandte der ersten Frau, aber in dieser unübersichtlichen großen Familie fand sie sich nicht zurecht. Wie sollte sie etwas von Geschwistern ahnen? Wie sollte sie wissen, dass die ferne Frau in Sibirien sich verzweifelt nach Auskunft sehnte? Sie antwortete korrekt, dass der Onkel sich noch sehr über ihren Brief gefreut habe, dass sie aber damit die Korrespondenz beschließe. Ermessen wir, was warten heißt? Im Warten auf Nachricht aus Deutschland merkte Liesel, dass sie eine Anfängerin in der Kunst des Wartens geblieben war. Endlich, endlich kam Antwort von Onkel Benjamins zweiter Frau, die ihr unbekannt war. Kein Wort von Geschwistern und sonstigen Anverwandten. Sollte das alles sein? War es denkbar, dass die ihrigen nichts mehr von ihr wissen wollten? Alles blieb stumm. Sommer und Winter gingen darüber hin. Schließlich erhielt die 62-Jährige ihre hart erarbeitete und wohlverdiente Rente. Viele Nächte lang lag sie wach und rätselte über der toten Stille, die auf ihrer deutschen Heimat zu liegen schien. Von dem, was in der Welt draußen vor sich ging, bekam sie nicht allzu viel mit. In Sibirien gab es immer noch Tausende von politischen Gefangenen und Verbannten. Auch Elisabeth Thiessen gehörte dazu. Jetzt erst spürte sie, wie sie ihr Leben lang von der Hoffnung gelebt hatte, im Alter wieder zu Brüdern und Schwestern nach Deutschland zurückkehren zu können. »Ich will dich, Elisabeth Thiessen, nicht verwaist lassen. Nun war kein Vater Jakob mehr da, der sie hätte aufrichten können. Nach dem Halt greifen, der doch da ist, hatte er einmal gesagt, nur das Seil nicht fahren lassen, das über dem Abgrund hängt. Oh nein!« Gott hatte sein Wort nicht gehalten. Bitterkeit, Wut und Verzweiflung überschwemmten die Einsame. Die Genossen hatten recht. Es gab ihn nicht. Welche Torheit, sich auf ein Hirngespinst zu verlassen. Jetzt war sie nicht mehr jung genug, um sich gegen die Wogen der Enttäuschung zu wehren. Sie wurde bettlägerig. Ein vollständiger Zusammenbruch folgte. Nächtliches Asthma nahm ihr den Atem. Sie wurde so schwach, dass sie sich nicht einmal eine Tasse Tee oder ein Ei kochen konnte. Ihr Bewusstsein war wie ausgelöscht. Sie konnte sich an nichts und niemanden mehr erinnern. Sie wollte auch nicht mehr. Dumpf und verworren lebte sie dahin. Wenn jemand kam, um ihr zu helfen, wurde sie fast böse. Erstmals in ihrem Leben hatte sie sich aufgegeben. Dabei war sie durchaus nicht verlassen. Ihre deutschen Nachbarinnen pflegten sie mit hingebender Geduld, flößten ihr Nahrung ein, hielten Haus und Garten in Ordnung und versorgten sie mit allem Notwendigen. Sie bestellten auch ärztliche Hilfe, aber die Erschöpfung dauerte über Jahre hinweg an. Eine besonders treue Nachbarin war Anna Evert, die auch nachts bei ihr blieb, wenn es nötig war. Sie erfasste genau, woran die heimatlose Frau litt. Sobald Liesel sich wieder im Bett aufsetzen konnte, redete sie sanft auf sie ein. »Denk nach, Tante Thiessen, ob du nicht doch ein Stückchen Adresse von deinem ältesten Bruder zusammenbringst. War er nicht im Bayerischen? Falls er nicht mehr lebt, hat er gewiss Angehörige.« Aber Liesels leerer Kopf fand sich nirgends mehr zurecht.